Oh, na super. Das hier alle zu übertreiben mit ihrer Verteidigung. Was, ein Riesenpalast? Wie komme ich da rein? Okay. Flammenwerfer! Ich glaube, das hat funktioniert. Nein! Das war ein besonderes Auto, oder? Ich hasse mich. Der hatte so ein... oder? Oh nein! Nö, oder? Nee, 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 nee. Glaube ich nicht. Das war ein ganz normaler Wagen. Alles gut. Das war keiner von den legendären... Nein. Ganz sicher nicht. Wie viele seid ihr denn? Der hat schon 10 erledigt. Fass mich nicht an. Jo, wie er ausrastet. Max ist richtig on fire. Mal exekutieren. Du hast ihn gerade gesaved. Und damit wär's beendet. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das Kampfsystem mag? Es funktioniert echt gut. Glückchen trinken, wieder ein bisschen stärken. Hallo Ratte. Ratte läuft auf der Stelle. Hat ein bisschen Lag. Okay, hier ein kleiner Durchgang. Oh, na toll hier. Wieder schön schlammig. Was ist jetzt los? Da muss doch so ein Werfer draußen sein. Na super. Zerstört deren Festung. Easy. Muss ich gar nichts mehr machen. Die haben hier einen abgeschnittenen Kochbereich. Oh, das ist natürlich auch cool. Wo geht's hier rein? Ein wuseliges kleines Fleischgericht. Ist hier eine Ratte bei dir vorbeigelaufen oder wie? Kann ich mir vorstellen, dass er die so nennt. Und hier eine riesige Ladung Schrott. Oh ja. Nehmen wir mit. Wo geht's hier hinten lang? Ich hoffe hart, dass es gerade keins von den legendären Autos war. Und wenn, dann, dass es respawnt. Hey, Freunde! Na komm. Ich wollte eigentlich mal die Shotgun wieder nutzen, aber anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Die sind hier voll krass eingerichtet. Mehrstöckige Betten. Man merkt schon, wir sind hier im Endgebiet. So im Süden, so in der Wüste, da ist halt alles so billig zusammengebaut. Aber hier, die haben ein richtiges System drin. Bauteil. Oh no. Was gibt's Schönes? Den Wasserspeicher. Können wir auch gleich bauen. Hier noch einen Schrott. Und damit wäre der Suchbereich zu 100% abgeschlossen. Ist halt auch geil, hier mit dem Sessel und so sich hier oben hinzusetzen. Natürlich der Müll. Eher weniger, aber... an sich ist es schon eigentlich ganz cool. Ja, Benzin, Couch, Scheinwerfer hier, ja. Schon schön ein...
Niemals. No way. Ist nicht passiert. Ich bin abgerutscht. Ich bin stehen geblieben. Ich schwöre, ich bin stehen geblieben an der Kante. Er ist einfach drüber gerutscht. Nein. Niemals. Oh. Wie sad. Do you know anything? Aber es ist erledigt, ne? Mann, wo waren das jetzt hier irgendwo, ne? Irgendwo in dem Bereich. Oder wir sind hier hinten, sind wir losgefahren? Ich glaube, das müsste irgendwo hier unten sein. Wir gucken nochmal kurz hin. Grim times, Saint. The invading horde. Long siege of Gastown. So much grease spilled in the sands as men and machine clashed. What happened to them? They were bested in the end. Scattered and slaughtered. Die Maschinen also. Oh nein, 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 nein. Boah, die haben mich nicht gesehen. Gerade so noch Glück gehabt. Ich will bloß mal kurz gucken, wo die Side-Rutsche hinführt, ob die noch irgendwie was gebracht hätte oder ob die einfach nur für einen Ausgang ist. Und es ist ein stinknormales Auto, okay. Kannst du bitte... Dankeschön. Halt mal kurz mein Messer, ich hol's mir gleich wieder. Ja. Voll auf die Nase geboxt. Okay, dann hast du frei. Den einen hast du frei. Gut umsonst Sorgen gemacht. Ja, die Seilrutsche läuft hier rüber und dann da hoch. Und dort oben befindet sich, glaube ich, nichts, oder? Nee, schaut nicht so aus. Nope. Ach man. Ist da jetzt was oder nicht, ja? Nee, es ist wirklich nur der Ausgang. Kann man als benutzt ansehen, würde ich sagen. Fahren wir mal weiter. Hier hinten ist eine Wanne? Wieso hängt denn da eine Wanne? Was ist denn hier los? Mal hier Festung markieren. Fußen wir rund. Runter. Da hinten waren wir auch noch nicht. Wieso ist denn das alles noch nicht aufgedeckt? Das führt raus in die Wüste. Oder? Ja, wie fühlt sich das jetzt an? Ungeil, ne? Ja. Ne, ich glaube, das passt hier. Alles in Ordnung. Da gibt es nichts mehr. Nichts mehr für uns. Wir fahren jetzt zur Festung und begutachten mal das neue Feuer. Jetzt müsste die Flamme ja lodern. Mal hier wieder einen neuen Suchbereich entdeckt. Was ich nicht durch. Ach Leute, bitte nicht. Echsen. Ja, hier. Im zerstörten. Was, ein Gasfass? Ich denke mal schon so. Zur Aufbewahrung. Haben sie sich hier ein schönes Heimchen gebaut? Nur halt keiner zu Hause. Pech für die, Glück für mich. Eine Frau, die sitzt an der Hauswand. Bitte helft, dieses Mädchen hat in der Gegend um Geld gebettelt. Sie wird seit einigen Tagen vermisst. Ich glaube, sie wurde entführt. Weiß jemand was davon? Dann hängt hier bitte eine Nachricht hin. Lasst nicht zu, dass diese Menschentreiber siegen. Wenn ihr was seht, sagt etwas. And in the end, we were all taken. Keiner ist sicher. Keiner.
Habe ich denn das Auto geparkt hier vorne? Ich finde es aber schön, dass wir so immer wieder ein bisschen was über die Geschichte erfahren, über die Entstehung dieses Szenarios hier. So, jetzt aber hoffentlich direkt mal endlich in die Festung. Da vorne brennt die Flamme. Aber es ist doch eigentlich dieselbe wie vorher, oder nicht? Bin mir noch nicht so sicher. Oder brennt die jetzt stärker? Ich weiß es nicht. Was hat sich verändert? Temple top isn't burning. I thought you rectified the gas flow. I did. Looks like the burner is gone. Okay. Ach, wahrscheinlich dieses riesige Rohr, das da oben ist. Da würde noch Feuer rauskommen, oder wie? Oh, here it comes. The mighty duster. Ja, wir gucken einfach mal rein. Wir schauen mal. Bauen wir mal die Projekte, die wir bauen können. Okay, wenn du das meinst. Wir bauen mal einen Wasserspeicher. Haben wir ja alles besorgt. Einfach mal schnell zusammenstöpseln hier. Wie so ein Ikea-Regal. Der Wasserspeicher. Sehr gut. Haben wir den hier auch? Ich glaube fast, dass dann dieses riesige Ding da oben drauf dann auch brennt. Die Festung wurde verbessert. Okay, und wo ist das andere Zeug? Hier hinten dann wahrscheinlich. Ich habe noch ein paar Upgrades für euch. Muss ich hier nicht sogar noch Schrott abliefern? Ich glaub's fast. Das habe ich noch nicht gemacht. Okay, hier ist oben eigentlich nur Küche. Ich sehe schon. Boah, ich war hier fast noch nie unterwegs. Hier hinten ist der Schrott, ja. 1000 Schrott. Ja, komm. Hier. Damit ihr was aus der Festung machen könnt. Der mittlere Vorrat. Und wo ist der große Vorrat? Wollen die nicht, oder wie? Ah ja, hier. Guck mal an. Der große Vorrat. Sammle einen großen Vorratsschrott, um zum Wachstum der Festung beizutragen. Wir haben es also. Rein damit. Dann haben wir das hier hinter uns. Das wäre vollbracht. Diese beeindruckende Menge Schrott hat zum Wachstum der Festung beigetragen. Was wollen die denn überhaupt noch verbessern? Da ist eh kaum Platz drin. Okay. Yay, Öl ins Feuer. Festung verbessert. Straßenkriegerstufe 58. Okay, jetzt wird gleich alles markiert, was wir in dem Gebiet hier machen können. Das ist ganz cool. Alle Suchbereiche innerhalb des Hoheitsbereichs der Festung wurden auf der Karte markiert. Aber wie viele? Hier drüben auch noch. Oh, das zählt auch noch dazu. Das sind ja noch einige. Holy. Und das da hinten natürlich noch. Wobei ich echt nicht weiß, wie wir das da erreichen sollen. Er sagt uns, wir sollen unten in den Tunnel fahren, aber ich weiß nicht, irgendwie ist da halt nichts. Okay, der Suchbereich hier oben ist neu. Hier hinten haben wir noch was. Ist halt trotzdem nicht mehr viel, ne? Wir haben es ja eigentlich fast. Ist fast erledigt. Ja, dann gehen wir jetzt mal zu ihm und fragen ihn, was er will. Wie wir ihm noch helfen können, seine Flamme zu entzünden. Das war ich aber an der Wand im Süden. Egal, dann glaub, was du glauben willst.
Kann ich mit dir? Hallo? Ja, Mission beginnen. Trusted acolyte has deviated. Speak straight. My architect, my greatest follower. He orchestrated for the gas to be turned off to steal the pilot light. Under my nose, he took the sacred artifact. And by the flame, he did forsake the true path and stole away many of my wildfire flock. Deserters. Traitors. Heretics. I need that pilot light back. I will give you whatever I can if you help. Where are they? See, written in our revered script. It calls for all stragglers wishing to save themselves from the damnation of Deep Friar to follow him. Röste sie alle. Der Architekt hat das Gas abgedreht, um an das Flammensignalfeuer zu kommen und es zu stehlen. Hole dieses Signalfeuer für Deep Friar zurück. Belohnung schaltet die Seitenbrennerverbesserung Schweißbrenner frei. Okay. Und wo müssen wir da hin? Hier oben, oder wie? Lies das Schild. In the darkest hour, the believers standing upon the sacred sand will behold the true light. Meaning? Darkest hour must be when the sun sleeps in the ground and blackness reigns. By sacred sand, he means the burning mound. I'm sure of it. Which is where? I see you have a map. I can read these symbols. Let me mark it. Night time. Burning mound. Look for a light. I'll see what I can do. Wir waren noch erst beim brennenden Hügel. Begib dich zum brennenden Hügel und sieh dich um. Das war doch irgendwo hier hinten, ne? Na toll. Und dann sehen wir wahrscheinlich ein Licht und das Licht ist entweder das hier, das wir gesehen haben, diese Anlage. Oder irgendwas anderes in der Region. Oh Mann, ey. Ich mach's auf jeden Fall hier die Vogelscheuche gleich noch weg und die paar Suchbereiche wenigstens in dem Gebiet selber. Und dann gucken wir mal. Hier hinten ist echt viel aufgetaucht. Krass. Wir schauen mal. Ich muss jetzt hier erstmal ganz dringend Werkstatt, Erzengel, irgendeinen, den wir bauen können. Also den Check könnten wir bauen. Darf ich aber auch nicht. Wieso denn nicht? Wieso sind die gesperrt, obwohl ich den bauen kann? Ich verstehe es nicht. Ich entferne jetzt mal die Panzerung. Panzerung komplett weg, so. Wir können die Stacheln verbessern, aber wir haben nicht genug Geld. Donnerstecher der Entrückung. Müssen wir noch warten. Das Rammgitter, wo ist das denn? Hier vorne, das entfernen wir jetzt auch mal. Weg damit. Hauptsache wir werden ein bisschen schneller. Motor. Hä, das passt doch, oder? Den habe ich doch schon. Ich will den jetzt nicht einbauen. Die Reifen würde ich jetzt erstmal so lassen. Wir bauen die Reifen wieder ein. Die sind halt nur für Sand gedacht, die wir aktuell anhaben. Und so viel Sand haben wir gerade gar nicht irgendwie. Naja, wir lassen es erstmal, passt schon. Die Stacheln könnte ich noch entfernen. Wo sind die dann? Das wäre das Ganze rechts. Machen wir mal runter. Und auch diese Kratzer manchmal weg. So, schau mal an. Probieren wir mal. Vielleicht geht's schief. Wir werden sehen. Schaut auf jeden Fall gleich viel weniger gefährlich aus. Aber wird jetzt auf jeden Fall viel schneller fahren. It's called the Burning Mound. Do you know it? I've heard of it. Yes. Some worship it. We gotta be there when the sun is down. Die Sonne ist doch untergegangen. Das wäre jetzt perfekt direkt. Schauen wir doch gleich mal hin. Natürlich ist da ein Scharfschütze. Oh no! Mit dem Reifen machst du halt nichts. Also er ist auf jeden Fall viel schneller und leichtgängiger. Also da gar nichts, ey. Das ist ja richtig krass. Unterschied wie Tag und Nacht, aber wir halten jetzt dafür halt nichts mehr aus. Wahrscheinlich ein Hit und der Wagen ist durch. Okay.
less pukes to threaten us around here. Sit tight. Das wäre schön, wenn wir die Gegend mal ein bisschen beruhigen. Wir fahren jetzt aber direkt erstmal zur Mission, solange es noch Nacht ist. Ich markiere das mal hier hinten. Da cruisen wir jetzt direkt hin. Den Rest hier können wir später noch machen. Los geht's. Oh, wie der Wagen abgeht. Und jetzt stell dir mal vor, wir hätten noch den V8-Motor. Was dann los wäre. Dann hält uns niemand mehr auf. Was wollt ihr denn? Ich bin weg, bevor ihr irgendwas machen könnt. Das war eine gute Entscheidung, den umzubauen. Eine sehr gute Entscheidung. So, können wir die Kurve in Vollgas nehmen oder wird es kritisch? Na ja, doch, funktioniert. Da kommen sie mir entgegen, das ist absolut nicht gut. Das ist gar nicht gut. Die haben mich nicht gesehen. Oh, so outplayed. Wie gut. Freunde, ich bin für euch da. Hier. Wasser. Alles wird gut. Thank you, stranger. You might find something useful there. I'll remember this. Dankeschön. Geht zu dem Atomkraftwerk da hinten, zu dem Kühlturm. Da seid ihr sicher. Der brennende Hügel ist gleich da vorne. Okay, und was soll ich jetzt hier sehen? Fernglas. Ja, das da unten, oder wie? Da hinten ist ein Versteck. That's gotta be it. Die Flamme dort hinten. Fahre zum Lager des Architekten. Der hat sich da hinten in den Bergen eine Base gebaut, oder wie? Ja, ist ja gut, das Ding da ist ja bekannt. Hier abgeschieden im Norden. Dann wollen wir mal. Besuchen wir ihn und brennen sie alle nieder. Schon mal Flammenwerfer ausrüsten. Los geht's. Wobei es eigentlich nicht wirklich zu Max passt, dass er für sowas Unnötiges Leben nimmt. Aber wir werden sehen, was passiert. Hier ist auch nochmal ein Lager. Ein abgeschiedener Pfad. Oh, this place chills me to the bone. Unholy and profane. What? Was ist denn jetzt los? Was fehlt denn, Salzki? Das sieht anders aus als sonst. Was meinst du denn? Oh nein. Oh. Okay, der Typ ist dran. Du kriegst jetzt richtig eine. Meinst du die Facecam? Ja, ja, komm du doch her. Komm, der erste Schlag ist frei. Den ersten hast du frei, ja? So, jetzt bin ich dran. Komm, probier's nochmal. Hier, jetzt. Kriegst du aber richtig eine. Schmeißt du hier Molotow nach meinem Auto? Ich glaube, es hackt.
So. Mein ganzes Overlay? Nö. In der Gaming haben wir keins. Es ist lange her, dass ich den Streifen oben hatte, wenn du den meinst. Den habe ich mittlerweile nicht mehr drin. Also vor allem, wenn ich auch noch was aufnehme für YouTube, wie jetzt gerade, ne? Dann eher weniger. Come and die now. Ja, sterben tue ich nicht. Aber du? Fühlt sich gut an? Ja. Es ist schon sehr, sehr lange, dass ich das nicht mehr habe. Also haben tue ich schon noch, aber halt nicht mehr drin dann. Nice, wieder 500 Schrott. Au, das hat wehgetan. Mach mal du das Feuer aus. Keep an eye out. Bruder, lass halt von dir. Na. Hätte auch sein können, dass ich es vergessen habe. Dass wir zum Beispiel, ich vorhin vergessen habe, das Spiel zu ändern, dass wir spielen. Da stand immer noch Rainbow. Kann schon alles passieren. Der ist auf jeden Fall durch. Bei dir alles fit soweit? Kommst du voran mit, nee, was war jetzt noch Englisch noch? Du musst irgendwas Latein, ne? Kriegst du auch hin. So, und weiter geht's. Du hast noch kein Stück für Latein gelernt. Hast du noch Zeit, oder? Wann schreibst du denn? Okay, wie komme ich jetzt hier? Okay. Pass auf, dass im Wagen nichts passiert. Wo ist der Architekt? Du schreibst am Montag? Dann solltest du vielleicht mal anfangen, oder? Man ist ja schon morgen. Okay. Da drin beten. Wir gehen mal ganz kurz in den Fotomodus. Ich will mir das mal kurz angucken. Okay, wir haben hier ein paar Leute, die das anbeten. Und hier hinten drinnen die Flamme. Das Teil, das wir holen müssen. Und da hinten steht er wahrscheinlich gerade, der Dicke. Oh, das wird ein Bossfight. Der wird böse werden. Die haben das ja richtig krass aufgebaut hier. Der hat seine eigene Religion hochgezogen im Endeffekt. Kann ich hier einfach mal Bildchen von machen? Warte mal, wir machen jetzt hier Fotomodus, wenn wir schon drin sind. Ein bisschen nach unten. Mal eins von hier, so. Ja, ist schon gut. Dann mal eins von oben. Auch ist nur Latein? Bist du gut in Latein, oder wie? Salzki hier, richtig Profi. Okay. Und dann noch die Leute hier, wie sie... beten. Nein. Lass mich hier durch. So, und jetzt noch einer, weil der, glaube ich, richtig gut wird. Von unten. Wie die hier so stehen und dann diese Flamme davor haben. Warte. So vielleicht. Das könnte gut sein. Dann machen wir noch ein bisschen... Vignette an. So. Belichtung ist eigentlich so okay. Blickfeld würde ich eigentlich nicht verändern. Unschärfe auch nicht. Das passt alles. Da würde ich mal Fotomodus, Foto machen. F12. Geil. Ist nicht das wichtigste Fach. Ja, dann. Das wirst du schon wissen.